Eine Folge des geschichtlichen Faktors für die Herausbildung von Standorten besteht darin, dass sich Branchen nicht immer am richtigen Ort befinden. Sobald ein Land in einer Branche einen Vorteil errungen hat, kann es ihn unter Umständen auch dann behalten, wenn ein anderes Land das entsprechende Produkt zu geringeren Kosten herstellen könnte. Abbildung 7.4 veranschaulicht diese Feststellung. Sie zeigt die Kosten der Knopfproduktion in Abhängigkeit von der jährlichen Produktionsmenge. Zwei Länder werden hier dargestellt, Vietnam und China. Vietnam, China. Die chinesischen Herstellungskosten für einen Knopf betragen AC China, die vietnamesischen AC Vietnam. Und D World steht für die Weltnachfrage, die in unserem Beispiel entweder von China oder von Vietnam befriedigt werden kann. Wir setzen voraus, dass Skalenerträge ausschließlich extern und nicht auf Unternehmensebene anfallen, sodass die Knopfbranche beider Länder aus zahlreichen kleinen Unternehmen mit vollständigem Wettbewerb besteht. Dadurch liegt der Knopfpreis bei den durchschnittlichen Produktionskosten. Wir setzen die vietnamesische Kostenkurve niedriger an als die chinesische, weil die Löhne in Vietnam in unserem Fall niedriger sind als in China, per Annahme. Bei jedem gegebenen Produktionsniveau könnte Vietnam also billiger Knöpfe produzieren als China. Man könnte also hoffen, dass Vietnam den gesamten Weltmarkt bedient. Das muss nicht unbedingt der Fall sein. Nehmen wir an, dass China aus historischen Gründen seine Knopfindustrie früher etabliert hat. Dann würde das Weltgleichgewicht für Knöpfe zunächst in Punkt 1 liegen, wo die chinesische Produktion Q1 Einheiten pro Jahr zum Preis von P1 beträgt. Okay? Also aus historischen Begebenheiten bedient China im Moment den Weltmarkt. Als nächstes kommt jetzt aber die Möglichkeit der vietnamesischen Produktion hinzu. Wenn Vietnam den Weltmarkt übernehmen könnte, würde das Gleichgewicht direkt zu Punkt 2 wandern. Wenn es allerdings noch gar keine Produktion in Vietnam gibt, also hier Q gleich 0, dann muss jedes vietnamesische Einzelunternehmen, das in Erwägung zieht, in den Markt einzutreten, erstmal mit Produktionskosten von C0 rechnen, also ganz da oben. Und so wie es in unserem Schaubild gezeichnet ist, liegen diese Kosten oberhalb des Preises, zu dem etablierte chinesische Industrie Knöpfe produzieren kann. Ja, ich mache mir hier ein größeres Zeichen hin. Also wichtig, dieser Punkt hier ist niedriger als dieser Punkt und das hier ist der jetzige Weltmarktpreis und das ist der das sind die Kosten, die das erste vietnamesische Unternehmen hätte, um in den Markt einzutreten. Okay? Und obwohl also die vietnamesische Industrie über das Potenzial verfügt, preiswertere Knöpfe herzustellen als China, hindert der chinesische Vorsprung sie am Eintritt in diese Branche.